So, willkommen zurück bei Fischers Reisen. Und zwar geht es uns heute um die größte Echse, die jemals gelebt hat. Also nicht die jemals gelebt hat, ist Quatsch, aber die jetzt noch lebt. Den letzten Drachen sozusagen. Und zwar um den Komodowaran. Das ist die größte Echse überhaupt. Die kann bis zu über 70 Kilo wiegen. Und die schlüpfen aus etwas Winzigem, aus einem kleinen Ei, das nicht viel größer ist als ein Hühnerei. Als Jungtiere fressen die Insekten. Und als Erwachsene wie der hier, wobei der ist noch nicht mal ganz ausgewachsen, auch große Huftiere wie Hirsche, Wasserschweine, Wildschweine, Wasserschweine ist Quatsch, Wildschweine und Büffel. Ist ganz interessant, die Tiere haben einen sogenannten septischen Biss. Das heißt, man ging davon aus, dass es Bakterien sind, aber jetzt weiß man, dass es durchaus giftig ist. Und so sieht das dann aus. Die können also, die beißen ein Tier, wie zum Beispiel ein Büffel, und das ist durchaus giftig, das verringert nämlich die Blutgerinnung und verursacht bei den Tieren Schock. Und das Opfer kann danach noch nach Tagen an sowas zugrunde gehen. Und hier haben wir eine schöne Tafel, wo man hier auch mal sehen kann, wie so ein großer Komodowaran eigentlich aussieht. Da können wir ein bisschen Lehrmaterial nutzen. Das Tier kann also noch nach Tagen daran sterben und die Komodowarane haben eine sehr gute Nase und auch kombiniert mit Zunge und können dann das Opfer verfolgen. Und das dann auch nach Tagen auffinden und fressen. Was kann man insgesamt sagen? Der Bestand vom Komodowaran, die sind durchaus gefährdet. Also es gibt nur noch 3000 bis 4000 Tiere und die gibt es nur auf den kleinen Sunda-Inseln. Also das sind in dem Fall Komodo, Rinka, Florus und Gildasami. Die haben es auch mal auf der Karte. Also hier sieht man es mal, das wären jetzt hier praktisch die kleinen Sunda-Inseln und hier dann diese ganzen, das ist ein winziges Verbreitungsgebiet. Und dort gibt es die eben hauptsächlich in Savannen, Monsunwäldern und immergrünen Wäldern. Die werden relativ alt, ca. 30 Jahre. Das ist relativ alt, das geht man aber davon aus, dass das das Mindestalter ist. Also sie können wahrscheinlich durchaus älter werden. Und ganz klar, es gibt den sogenannten Nationalpark Komodo. Der wurde für die extra gegründet, für die Komodowarane, und zwar 1980 bereits. Ja? Man muss sagen, die Tiere fliehen in der Regel vor Menschen, außer wenn sie keine Fluchtmöglichkeiten haben, wenn sie in die Enge getrieben werden, dann greifen die halt schon mal an. Zur lokalen Bevölkerung auf Komodo haben die ein relativ schlechtes Verhältnis. Ist auch ganz klar, denn die halten dort auch Ziegen, Schafe und Rinder. Und die Komodowarane fressen eben schon mal so eins von diesen Nutztieren und machen halt keinen Unterschied, ob sie den Hirsch im Wald erwischen oder halt das Rind auf der Weide. Ne? Die haben aber auch so ein schlechtes Verhältnis zur lokalen Bevölkerung, weil die teilweise schon mal auch frisch bestattete, Verstorbene wieder ausgegraben und gefressen haben. Also das ist schon relativ spannend, also die können auch sehr gut graben. Das sieht man hier auch an den Füßen, die schon zum Graben geeignet sind. Werden die in der Enge getrieben, greifen die wie gesagt an, beißen entweder und können aber ihren Schwanz auch aufrichten und als Peitsche benutzen. Ja, also Komodowarane stark gefährdete Tiere. Man glaubt es vielleicht jetzt nicht vom Aussehen her, weil die relativ plump aussehen, aber die können sich durchaus sehr schnell bewegen, wenn die wollen, und dann durchaus mal so 20 bis 30 km/h drauf kriegen, wenn die richtig Gas geben. Auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht. Temperaturmäßig sind die natürlich wie alle Reptilien jetzt wechselwarm, ne? Also poikilotherm. Die brauchen also eine gewisse Zeit, um sich aufzuheizen, beziehungsweise ja, dort, wo sie leben, auf den Inseln in Komodo, Rinka und Co. Kleinen Sunda-Inseln ist es schon so, dass es dort warm genug ist, dass sie sofort auf Temperatur sind praktisch. Ja, und ich schätze mal, auch das Tier hier wird schon durchaus 2-3 Meter lang sein und ist damit immer noch nicht ausgewachsen. Und wie gesagt, dieser septische Biss ist auch durchaus für Menschen gefährlich. Also wenn man von dem gebissen wird, die haben auch scharfe Zähne. Und wenn man von dem gebissen wird, das ist kein Zuckerschlecken. Also da ist es eigentlich das gewesen, kann man sagen. Ne? Gut, ich sag mal, ich hoffe, es war interessant für euch, den letzten Drachen mit mir zusammen zu sehen und zu erleben. Wie gesagt, es gibt nicht mehr viele,
Und, oh, nee, wartet mal. Ich habe hier noch ein mittelgroßes Exemplar. Der ist natürlich jetzt nicht ganz so groß wie der eben. Aber hier sehen wir mal, das sind so, naja, das ist kein Jungtier mehr, aber halbstark, sagen wir mal so. Also selbst der hat schon so seine 1,50 Meter bestimmt, oder 1 Meter. Das ist für eine Echse schon riesig, weil der nächstgrößere ist, glaube ich, der Nilwaran in Afrika. Und die sind schon einen Zacken kleiner. Also wenn es die 3000, 4000 Exemplare in Komodo nicht mehr gibt, dann war es das mit der größten Echse und dem letzten Drachen. Ich finde es immer unglaublich, also die haben auch eine relativ große Ohröffnung. Und man sieht jetzt hier absolut nicht, dass die ein scharfes Gebiss haben. Ne? Das ist halt... Und trotzdem haben die ein relativ gutes Sehvermögen. Wenn man sich mal hier das Auge anguckt. Das läuft hier gerade immer vorbei. Ich habe natürlich keine Maske auf. Das ist ein Problem. Aber noch bin ich alleine hier, das sollte noch gehen. Ja, schönes Tier, ne? Gut. Jetzt sage ich mal, tschüssi, bleibt fasziniert.